gibt's einen Gott in seiner Macht, hat er die Welt ganz analog gemacht. Es gibt kein An oder ein Aus, es gibt nicht Löwe oder Maus, auch Mann und Frau, die gibt es nicht, genauso wie Gigant und Wicht. Doch ist der Mensch nicht Gottgestalt, bei dieser Vielfalt wird ihm kalt. Dass er die Welt bedenken kann, schafft er Kategorien an. So gibt's die Frau und auch den Mann, wo niemand Grenzen wissen kann. Und kommt nun einer schlau daher, sagt, halte ein, es gibt noch mehr. So wissen wir, die Wahrheit spricht aus dieses Menschen kalt Gesicht. Immer wenn wir über die Einführung neuer Kategorien streiten, sollte die Frage nicht sein, ob dadurch die Realität genauer abgebildet wird, sondern ob wir sie dadurch besser verstehen. Der Begriff des Verständnisses hängt hier vom Umfeld ab. Für den E-Techniker ist die Spannung wichtig, dem Informatiker reicht die 1 oder die 0.